Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willisauer Bott. Vor ziemlich genau einem Jahr hat sie ihr Gelübde als Kantonsrätin abgelegt, damals erst 23-jährig. Jetzt ist sie von ihrer Fraktion, der Sozialdemokratischen Partei, zur Vizepräsidentin gewählt worden. Über den steilen Aufstieg, ihre Ziele, ihre Motivation rede ich mit meinem heutigen Gast, Anja Meier, Kantonsrätin von Willisau. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Anja Meier, junge Frauen, die sich in der Politik engagieren, sind leider immer noch ein bisschen Seltenheitswert. Wieso haben Sie sich für die Politik überhaupt interessiert? Geht das auf Ihre Jugend zurück? Haben Sie irgendein Schlüsselerlebnis gehabt für diesen Weg? Also ein einzelnes Schlüsselereignis gibt es in dem Sinne nicht. Es war vielmehr ein Zusammenspiel von sehr vielen verschiedenen Faktoren. Ursprünglich komme ich nicht aus einem besonders politischen Umfeld. Während meiner Jugend- und Schulzeit hat es jedoch ein paar Ereignisse gegeben, die mich dazu veranlasst haben, mich mit der Politik in diesem Land auseinanderzusetzen, weil ich all die Ereignisse zum Teil als Ungerechtigkeiten empfunden habe. Ein Beispiel ist etwa die öffentliche Debatte rund um Ausländerinnen und Ausländer im Kontext der Masseneinwanderungsinitiative 2014, die globale Flüchtlingskrise im Jahr darauf oder auf kantonaler Ebene die diversen Sparpakete, die unter anderem auch an den Schulen zu Zwangsferien geführt haben. Wo dann in den letzten paar Jahren der öffentliche Fokus immer mehr auf Gleichstellungsthemen gerückt ist und man in der Öffentlichkeit davon geredet hat, ja, es braucht mehr Frauen in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Wirtschaft, in der Politik, habe ich mir einmal gesagt, so, Anja, sich beklagen ist gut, aber handeln ist besser. Wenn man eine Veränderung bewirken will, muss man auch nach Möglichkeit selber etwas dazu beitragen. Auf das Abend habe ich mich dann noch am gleichen Abend bei der Sozialdemokratischen Partei angemeldet. Warum bei der Sozialdemokratischen Partei? Nachdem ich mich mit dem Profil der diversen Parteien bei unserem Land auseinandergesetzt habe, war für mich sehr schnell klar, dass die SP meinen Werten und meinen Überzeugungen am meisten entspricht. Die Sozialdemokratie ist eine ganz breite Bewegung und deckt von einem Sozialliberalen bis zu einem linken Flügel eine ganze grosse Bandbreite an Positionen ab. Aber all diesen Positionen ist gemeinsam, dass man sich für Gerechtigkeit und für Solidarität einsetzt, für eine Gesellschaft, wo alle Personen die gleiche Chance haben, ihr Potenzial zu entfalten, unabhängig davon, mit welchen Bedingungen sie ihr Leben gestartet sind. Und für mich als jemand, der sehr gerechtigkeitsorientiert ist, hat mir das sehr zugesagt. Sie haben eben, übernehmen jetzt das Vizepräsidium, also noch mehr Arbeit, sind nebenbei, oder nicht nebenbei, eigentlich überhaupt Amt, nämlich als ein Studium zu Genf, also relativ weit entfernt für Europawissenschaften. Bringen Sie das alles unter einen Hut? Ich verbringe sehr viel Zeit im Zug. Zeit, die man jedoch auch produktiv nutzen kann. Die Vereinbarkeit die klappt ganz gut zwischen Ausbildung und Politik. Viel besser, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Glücklicherweise bin ich auch eine Person, die gut organisiert ist, die sich die Zeit einteilen und priorisieren kann. Aber ich glaube, wenn man mit Herzblut irgendwo dabei ist, dann ist einem der Aufwand zweitrangig dafür. Zug zur SP. Die ist auf der Landschaft eher schlecht oder untervertreten, je nachdem. Und gerade im Wahlkreis Willisau hat sie zwar wieder zugelegt, gerade in den letzten Wahlen, aber immer noch eine Minderheit. Wie sehen Sie die Zukunft? Ist da noch mehr rauszuholen? Also das starke Ergebnis bei den letzten Wahlen hat uns sehr gefreut und uns auch unsere politische Arbeit bestätigt. Mit Corona sind jetzt auch mehr sozial- und wirtschaftliche politische Themen auf die Agenda gerückt. Die Krise hat uns auch die Ungleichheit in unserem Land vor Augen geführt und dass es sehr wichtig ist, als Gesellschaft auch solidarisch zu sein. Und wir als SP haben uns von Beginn an auf vorderster Front national, aber auch kantonal für griffige Unterstützungsmassnahmen eingesetzt, finanziell für betroffene Betriebe, für betroffene Menschen. Und das mindeste Ziel von uns ist, die linken Sitze im Wahlkreis zu halten bei den nächsten Wahlen. Was darüber hinaus noch möglich ist, das wird sich zeigen. Im Moment ist viel von einem Stadt-Land-Graben dreht. Wenn ich die SP-Fraktionen so anschaue, dann kommen ja die meisten Mitglieder aus der Stadt, aus der Agglomeration und das Land ist da ziemlich dünn vertreten. Gibt es innerhalb der Fraktion auch so eine Art Stadt-Land-Graben? Spürt man da etwas?
Klar, unterschiedliche Meinungen gibt es etwa die, genauso sehr wie bei anderen Parteien auch. Zentral sind aber in meinen Augen eine gute Diskussionskultur und auch die Toleranz von anderen Meinungen. Und darüber verfügen wir als SP ganz klar. Und ja, als Kantonsrätin oder als Kantonsrat hat man immer verschiedene Hüte an, unter anderem auch den von der geografischen Herkunft. Es ist unbestritten, dass man als linke Person auf dem Land aus einer Minderheitsposition aus der Politik macht. Und klar führen die unterschiedlichen Lebensrealitäten auf dem Land manchmal legitimerweise zu gewissen anderen Bedürfnissen. Aber dort kann und muss Politik auch dazu beitragen, dass man Brücken baut, dass man Lösungen findet, die für alle stimmen und nicht einfach auf die Stadt zeigt per se und sagt, ja, das sind unschweizerische, bevormundete, arrogante Städterinnen und Städter. So bringen wir unseren Kanton nicht weiter. Und wir sind überzeugt von der SP, dass die grossen Herausforderungen unseres Kantons, die Sicherung der Grundversorgung, die Klimakrise, die wachsende Ungleichheit, die Digitalisierung, dass das Themen sind, die wir als ganzer Kanton lösen müssen, Stadt und Land miteinander. Die SP war seit den 50 Jahren lang eine Regierungspartei, immer mit dem Sitz in der Regierung vertreten im Kanton Luzern. Seit 6 Jahren ist das nicht mehr so. Das hat auch einen Einfluss, das spürt man auf den Kurs der SP. Sie ist eine Oppositionspartei und fährt im Moment, oder da ist schon ein recht harter Oppositionskurs. Ist das mit Blick auf eine Rückkehr in die Regierung eine gute Taktik oder könnte es auch kontraproduktiv sein? Klar, die Luzerner Regierung macht einiges gut. Nichtsdestotrotz fallen halt in unseren Augen durch die rein bürgerliche Zusammensetzung nach wie vor viele, insbesondere soziale Anliegen, schlichtweg zwischen Stuhl und Bank. Insbesondere auch aufgrund von der kantonalen Finanzpolitik, die sich nach wie vor an besonders an gut verdienenden Personen orientiert. Es hat beispielsweise einen Gang von der SP als Bundesgericht gebraucht, damit der Kanton Luzern seine Verpflichtungen in Sachen Prämienverbilligung gegenüber Mittelstandsfamilien nachkommt. Und auch Corona hat wieder gezeigt, dass Personen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, geringverdienende, randständige Personen, dass die Personen in der Regierung kaum eine Stimme haben. Und dann, wenn wir als parlamentarische Linke, als SP, auch halt im Parlament entgegenwirken. Kurz gesagt, notfalls hart in der Sache, aber immer fair im Umgang. Das ist der Anspruch, den ich an unsere Oppositionspolitik habe. Ich glaube, dem werden wir gut gerecht und für das sind wir ja auch gewählt worden. Eine weitere Besonderheit der Luzerner Regierung ist ja, dass sie ebenfalls jetzt 6 Jahre ohne Frau da steht. Das nehme ich an, wird sicher die SP und andere Parteien zum Teil ändern. Die Frage ist, wisst ihr schon, treten ihr das nächste Mal mit einer Frau an zur Rückeroberung von dem Regierungsmandat? Unser Anspruch an die nächsten Wahlen ist klar. Die SP die gehört zurück in die Regierung, genauso sehr wie die Frauen. Nur dann können wir unseren Kanton wieder vorwärts bringen. Dann sind die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Gruppen auch überhaupt erst in der Regierung vertreten. Und für die Sozialdemokratie ist die Gleichstellung schon seit jeher ein wichtiges Thema. Wir haben an einer Delegiertenversammlung vor einem Jahr bereits explizit den Beschluss gefasst, dass wir bei den nächsten Regierungsratswahlen 2023 mit einer Frau werden antreten. Aktuell ist eine Personalfindungskommission dabei, geeignete Kandidatinnen für die Wahlen zu finden. Und die Öffentlichkeit wird dann in gegebener Zeit darüber informiert. Sie sagen also keine Namen noch? Nein. Gut. Gehen wir vielleicht ein bisschen zurück zu Ihrer Arbeit als Kantonsrätin. Welche Themen interessieren Sie besonders? Wo wollen Sie sich besonders engagieren in diesem Rat? Interessieren tut mich eine ganze Bandbreite von Themen. Das geht von politischer Partizipation, Demokratie weiterentwickeln, Digitalisierung, Bildung, Sicherheit. Eine besondere Herzensangelegenheit für mich ist Transparenz in der Politikfinanzierung. Ich bin überzeugt, dass die Offenlegung von grossen Geldflüssen auch unserem Kanton Demokratie und die Meinungsbildung stärkt und auch das Vertrauen in die Politik fördert. In meinen Augen ist der Kanton Luzern in diesem Thema noch im schweizweiten Vergleich steinzeitlich unterwegs. Ich bin aber zuversichtlich, dass es sich auszahlt, an diesem Thema dran zu bleiben. Genauso sehr wie beispielsweise beim Öffentlichkeitsprinzip, wo jetzt auch demnächst im Kanton Luzern als der letzte Kanton in unserem Land eingeführt wird, wo Bürgerinnen und Bürger besseren Zugang erhalten zu Informationen der Behörden, was unter anderem auch dem beharrlichen Einsatz der Linken zu verdanken ist. Sie sind Mitglied von der Staatspolitischen Kommission.
Ist das ein Wunsch in der Wunschkommission gewesen, oder wird man da als Neuling einfach mal eingeteilt? Das war in der Tat meine Wunschkommission. Es war auch die Kommission von meiner Vorgängerin Sarah Agner. Die Themen sind sehr vielfältig und interessant. Aufgrund meiner Arbeits- und Ausbildungserfahrung bringe ich auch gewisse spannende Vorkenntnisse bereits mit. Aktuell beschäftigen wir uns mit Themen wie Stimmrechtsalter 16, der Möglichkeit, dass die Gemeinden in unserem Kanton fakultativ das Stimmrecht und Wahlrecht auch auf Ausländerinnen und Ausländer ausweiten können, oder die digitale Verwaltung zum Beispiel. Stimmrechtsalter 16 gibt mir ein Stichwort. Die jungen Politikerinnen und Politiker haben ja bei den letzten Wahlen ziemlich zugelegt. Also im Verhältnis zu früheren Wahlen. Spürt man das im Rat, dass der ja, wirklich auch ein bisschen jünger geworden ist? Ja und nein. Also, es ist sicherlich sehr begrüßenswert, dass die Luzerner Bevölkerung seit den letzten Wahlen im Parlament besser abgebildet ist. Das betrifft nicht nur junge Menschen, sondern auch Frauen. Auch dort muss man doch sagen, dass wir von einem Optimum noch weit entfernt sind. Dort gibt es auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen noch viel zu tun. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass in gewissen Themen junge Mitglieder des Rats fraktionsübergreifend ähnliche Haltungen vertreten. Das betrifft beispielsweise Digitalisierung oder progressive Lebensentwürfe, jetzt gerade bei der Ehe für alle. Ich habe den Eindruck, dass der Austausch und die Zusammenarbeit unter jungen Parlamentsmitgliedern manchmal fast ein bisschen ungezwungen ist, weil man vielleicht auch sich mehr auf Augenhöhe begegnet und vielleicht so eine traditionelle Hierarchie denken, weniger kann abgewinnen kann als andere Mitglieder des Rats, die zum Teil schon seit Jahrzehnten dabei sind. Aber ich glaube, schlussendlich schlägt sich kein Geissen weg. Der wichtigste Faktor für die politische Haltung, das ist nicht das Alter, sondern das ist sonst Parteizugehörigkeit, politische Orientierung, und dort ändert es auch das Alter nicht viel daran. Nicht nur ist zur Jugend, sie hat gerade in dieser Corona-Zeit eine schwere Zeit gemacht. Sie sind besonders betroffen gewesen, haben viel nicht können machen, auch in ihrer Entwicklung gekämpft. Studium ist über Homeoffice gelaufen und so weiter. Wie haben Sie das erlebt? Also als erstes möchte ich mich heute da stellvertretend für die ganze Jugend sprechen. Ich glaube, ich rede aus einer sehr privilegierten Position. Klar, die sozialen Einschränkungen, die sind nicht immer einfach gewesen. Gleichzeitig kann ich immer können der Arbeit nachgehen und meine Ausbildung weiterverfolgen. Aber es gibt viele Jugendliche, die nicht das Glück haben, soziale Isolation, die zur Belastung wird, finanzielle Existenzängste, weil Einkommensquellen weggehen, vor allem all die Nebenjobs etc. Viele Jugendliche sind auch während dieser Zeit wieder zurück zu den Eltern gezogen, was längerfristig auch nicht immer ganz reibungsfrei verläuft, oder schlichtweg auch mentale, gesundheitliche Probleme. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir der Jugend auch im weiteren Verlauf der Pandemie, die jetzt ja noch nicht fertig ist, dass wir Perspektiven bieten, wie junge Personen am Sozialleben sich beteiligen können. Dafür braucht es aber auch eine Beteiligung von der Jugend, wenn die Massnahmen noch ausgearbeitet werden seitens der Politik. Dann zur Schlussfrage. Sie haben einen steilen Aufstieg jetzt in einem Jahr bereits hingelegt. Und wenn man das ein bisschen hochrechnet, etwa in 10 Jahren, dann werden die Bundesrat noch. Nein, Spass beiseite. Aber können Sie sich vorstellen, auf dieser Leiter noch ein bisschen weiter aufsteigen und noch andere Ämter anstreben? Aktuell nicht, nein. Die Arbeit im Rat macht mir sehr grossen Spass. Ich habe in dem vergangenen Jahr viele spannende Erfahrungen dürfen sammeln, sei es inhaltlich, sei es persönlich. Im Moment hat für mich Priorität, mich im Kanton, im Parlament weiter zu engagieren, Erfahrungen zu sammeln, Dossierkenntnisse zu festigen und ja, mich auch vor Ort zu engagieren. Aber alles, was später kommt, das wird sich irgendwann zeigen. Gut, dann sind wir gespannt. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast sind, Anja Meier, und weiterhin viel Erfolg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch, dem aktuellen Monatsinterview vom Willi Sauerbott. Ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder dabei sind. Alles Gute. Das WB-Gespräch vom Willi Sauerbott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.